So, jetzt sind wir am nächsten Sightseeing-Punkt, der Husseini Bridge, der Hängebrücke hier, die sich hier über das Tal spannt und die auch sehr, sehr wackelig aussieht. Ja, ich denke, es hilft nichts. Da müssen wir rüber. Oh Alter, hey, warum machen wir das? Warum machen wir das? Ja? Yes, okay, just wait. Okay, got it? Ja. It's running. Okay. Alles gut. Okay, Leute, so, auf geht's über diese lustige Brücke hier. Also sie ist sehr, sehr wackelig, aber diese Stahlkabel habe ich echt Vertrauen. Also da habe ich gar kein Problem mit, weil ich vertraue Stahlkabeln einfach. Verzeiht bitte die Stimme, sie ist immer noch nicht da. Ich habe immer noch, bin immer noch heiser. Landschaft, Leute, also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Wunderschön. So, und hier kommt Herr Pixel. Ja, ja, es ist wackelig, das stimmt. Es ist ziemlich wackelig, aber es geht schon. Die anderen sind auch schon fast drüben. Und es ist auch gar nicht so hoch, also deswegen nichts wegen Höhenangst oder so. Aber Leute, die Landschaft, ich komme nicht klar auf diese Landschaft, wirklich. Ich mache das fertig, weil man bedenkt, wir sind hier auf 2500 Metern und diese Berge sind nochmal 3.000, 4.000 Meter höher. Also der Guide meinte vorhin, irgendwann mal die Berge hier drumherum, das sind alles so 6.000er ungefähr. Und ja, 6000, das ist ungefähr doppelt so hoch wie die Zugspitze bei uns in Deutschland. So, da hinten kommt Herr Pixel. Langsam angewatschelt. Ja. Ja, ja. Ist schon starker Wind. And now we're staying here. Okay, nicht zu fassen, wir haben es echt geschafft hier rüber. Also ich, wir haben es tatsächlich geschafft hier rüber, nicht zu fassen. Und das hier ist jetzt ein Weg, warum es die diese Hängebrücke überhaupt gibt, das ist, weil es hier so ein Plan zu einem Dorf drin. Das ist quasi die Verbindung mit der Stadt. Also die Stadt ist gut gesagt, das ist keine Stadt, aber das ist quasi deren Hauptverkehrsbrücke. Und da kommt die einfach rüber und wieder zurück. Ich guck mal hier ein bisschen weiter, wie der Weg hier weitergeht, weil ich glaube, das sieht ziemlich wild aus. Oh Mann, das wird richtig wild. Seht ihr das? Den Schieferstein, das geht hier hoch. Seht ihr das? Das schlängelt sich jetzt um den Fels herum. Man hat es von der anderen Seite gar nicht gesehen, wo es wirklich hingeht, aber man muss hier quasi hier überall zickzack hochklettern. Nicht zu fassen. Und das ist halt auch die unfassbar geniale Aussicht hier. Wo wir gerade so ein bisschen Wetterumschwung haben, ja, wohl nicht mal. Wir haben ein bisschen eine Regenwolke, die hier gerade drüber zieht, aber wir haben da hinten die schneebedeckten
Gipfel. Das ist einfach wundervoll. Und da hinten auch. Ja, es ist alles aus Schieferstein gebaut. Die ganzen Treppen hier. Die ganzen Treppenstufen. Das ist jetzt nicht gerade das zuverlässigste Baumaterial, vor allen Dingen, weil es einfach nur lose aufeinander geschichtet ist. Und hier schon mal ganz mal schnell etwas runterfallen kann. Plus, es gibt hier garantiert auch noch Steinschlag. A lot of countries coming here. So this was in Manchester today. Manchester? This was is today. Ah, okay. Now, for 10, 20. So yesterday. Ah. So this one is, I can display the biblical is there. So first rock site, Germany is maybe. Ah, here. Time. Yeah, Germany, yeah. Yes. So your guy is your YouTuber is I love Pakistan, follow me. Coffee? One, two, three. Three. Oder du auch? Yeah, okay. Yeah. Free coffee. Free coffee. Yeah? Okay. And I also like to put a note here. So, wir haben jetzt, hast du hier beschriftet? Ja, yeah, she's got it. Und es wird dann eben an diese Wand gehängt. Genau, und hier kommen wir hin, an die Wand. Also, dann wird es aufbewahrt. Und es wird aufbewahrt, weil er hat tatsächlich eine Genehmigung, quasi als Museum zu fungieren. Das ist irgendwie echt cool. Ja. Genau, und Mac ist hier. Genau. Where is it? Da am Berg. Ah, hier. Well, no Mac, ja. Yeah. Okay, jetzt wird unseres hingehängt. Okay. Nimm mal du, weil ich komme nicht so weit vor. Ja, okay, warte, ich muss ihm erst noch geben. Yes, please give me. Here it for is. For your memory. Here. So long life, my dear customer, anytime, any 20 years or maybe 5 years. Only 20? Yeah, must be available here, your memory. Thomas? Yes. Thomas, you're turning to a Mashedan to economic author. Marshall author. Hey, Thomas. He's saying no? Thomas is an author. Ah, Thomas, okay. He's the writer. Yes, please. Ah, no. Okay. Thank you. Hard or light? Hard or light. Hard. And you? Yeah. Yeah, okay. Hard. Okay, yeah. Okay. So good. Because the most European countries like a mug of coffee. But Pakistani like mostly chai. Yeah, I know. Yeah. We had how many chairs? So, jetzt muss ich mal erklären, was hier passiert eigentlich gerade. Quasi, wir haben hier ein Mini-Museum, eigentlich ein Laden, kleines Café, direkt bei der Husani Bridge. Und der gute Mann hier, der sammelt Geldnoten weltweit und hebt die auch auf. Weil auch offiziell registriert ist dafür als Museum, was echt lustig ist. Aber übrigens habe ich euch schon die Landschaft hier erwähnt, die ist gigantisch. Yes, please. A mug of coffee, self-service. You can try, my dear customer. You can full shake it. Oh, looking great. Thank you.
So, wir kommen jetzt zum nächsten Ort, nämlich Passau, wie man eigentlich vielleicht schon eventuell erahnen kann. Und was kriegen wir mal wieder? Eine unfassbare Aussicht, dass alles aus ist. Ja? Und nicht nur das, wir kriegen auch noch eine Aussicht auf den Gletscher da hinten. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann hier. Der Gletscher, der sich vom Berg runterschlängelt. So, aber sie hört es, ja, okay. Und es ist echt gigantisch. Ja. Das ist ein Gletscher, Alter, das ist ein fucking Gletscher. Es ist ein verdammter Gletscher, ja. Ich fass es nicht. Ich bin total in Schock gerade. Okay. Ich glaube das nicht, dass hier existiert. Ach so, ja, das ist nur ein Traum. Ich glaube, die haben hier eine Leinwand. Ein Traum, ja. Ja, oder so, ein Traum. Das ist eine Leinwand, ja, genau. Die haben eine Leinwand hier hin und haben ein paar Postkarten da einfach hingeklebt. Ja, ja. Genau, das sind einfach so Pappaufsteller. Die werden heute Abend wieder eingepackt. Sonst werden sie nass heute Nacht. Ach so, und warte mal, ich glaube. So, jetzt habe ich eine Info über diesen Gletscher. Das ist nämlich der Passau-Gletscher. Logischerweise, weil das ist ja auch Passau. Und dieser Gletscher, der ist 20 Kilometer lang und der führt bis ganz hinter, im Nebel sieht man es vielleicht höchstens in den Wolken, zum Mount Passau, also Passau Peak, 7478 Meter. Ja, das ist also kein 8000er, aber immerhin, der ist schon ein 7000er Berg. Und quasi genau am Ende von diesem Gletscher quasi führt das hin. Und hoffen wir mal, dass es diesen Gletscher noch lange gibt. Ja, das stimmt. Das hoffe ich auch, weil, naja, Gletscher tendieren in der heutigen Zeit eher so dazu zu verschwinden, was leider nicht so schön ist. Roomtour, aber ich habe immer noch Stimme. Ach so, ey, dann mach ich also so. Wir sind in unserer nächsten Unterkunft angekommen und wir haben hier die Tür zu unserem Zimmer und hier das. Ja, das ist ja schon der Hammer. Das ist... als ob man irgendwo in Himalaya jetzt einfach kurz mal Urlaub macht. Ja, es ist ja fast. Nee, Himalaya-Gebirge ist das nicht. Ja, das nicht. Das, ja, und das Zimmer ist ja schon. Oh Gott, da. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Ich glaube, das ist schon das Karakorum. Karakorum? Das ist ein Karakorum. Ja. Ich sollte das vielleicht nochmal nachschauen. Genau. Ja. Und hier ist der Vitamin. Genau, und wir haben einen Apfelbaum vor der Haustüre. Und hier auf der anderen Seite nochmal wunderschöne Berge. Und hier ist unser kleiner Bungalow. Und hier werden wir schlafen heute. Ja, und uns ein bisschen ausruhen. Uns noch mehr an die Höhe akklimatisieren, weil morgen geht es dann, glaube ich, noch weiter hoch. Ist ja echt eine süße Anlage hier. Hm? Ja, das ist wie vorher, 2400 Meter. Ja, genau, unsere Höhe, ja. Ja, genau, hier und ist die auch sind, glaube ich, alle so 6000er oder so. Ja, 5000er, 6000er. Also die mit Schnee, das sind die höheren, ja. Ja. Vielleicht 6000er, ja. So, und dann gehen wir jetzt noch mal kurz hier in unser Zimmer rein. Das ist irgendwie total schnucklig angelegt. Hier, wir haben sogar einen Schwan bekommen. Ist ja auch wie Neuschwanstein. Oh, was ist das? Ist das? Ah, das ist Soap. Ich wollte schon essen. Nein, bitte nicht. Leider nichts zu essen. Schade. Und hier sogar Aussicht auf die Berge ein bisschen. Ja, und sonst? Ah. Also ich glaube, hier ist dann wahrscheinlich das Bad. Ja, ich hoffe, mal schauen, ob sie warmes Wasser haben. In der anderen Unterkunft, da musste das Wasser ganz lange laufen, bis es warm rauskommt. Aber dann kam warmes Wasser, also kein Problem. So, ich muss mir noch mal kurz die Landschaft anschauen. Das ist so unfassbar. Also ich bin in Schockstarre, wirklich. Guten Morgen, meine lieben Leute.
Nächster Tag, es geht heute los zur chinesischen Grenze. Ja, wir fahren heute nach China, also fast. Denn, das ist das Krasse, Pakistan grenzt ja tatsächlich an China im Norden. Und wir sind eigentlich schon relativ in der Nähe dort, also relativ in der Nähe, noch ein paar Stunden Fahrt ist das, 3-4 Stunden Fahrt von hier aus. Und dann gucken wir uns einfach den höchsten Grenzübergänge der Welt, vielleicht sogar den höchsten Grenzübergang der Welt an und genießen weiterhin diese unglaubliche Aussicht. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber es ist einfach fantastisch, wie das hier aussieht. Ich muss mal kurz hier rausschauen. Schau dir das mal an. Das schauen wir uns mal an. Hier die Berge. Wir sind hier übrigens in der Passu Tourist Lodge. Für den Fall, dass ihr mal in Passu seid. Da kommt man zwar selten vorbei, aber hier echt schöne Anlage mit ein paar kleinen Bungalows. Und da kann man auch immer schön chillen. Alter, diese Berge, ich halt's nicht aus. So, erster Stopp, die Rainbow Bridge, die wir jetzt hier überqueren können. Aber das ist zumindest eine ganz kleine Brücke, eine schnuckelkleine. Und die ist wirklich schnuckelig klein. Und das Ganze auch noch mit schönem Wildwasser hier. Und im Hintergrund natürlich diese unglaublich gigantischen Berge. Ich komme immer noch nicht klar drauf. Ich muss nicht aufpassen, Leute. Es wackelt doch wie Sau. Das Ding wackelt wie irre. Aber es geht. Wow, jetzt bounce die Brücke. Was? Es geht hoch. Ah, es bounce hoch runter. Ah. So. Geschafft. Flussüberquerung erfolgreich.